Ich bin der Günther, ich bin euer Bruder. Willkommen zur zweiten Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2, aber dumm. In der letzten Folge hatten wir schon viele tolle Dinge. Ich habe meine neue Lieblingsfarbe gefunden. Guckt's euch an, wenn ihr es wissen wollt. Wir machen heute weiter mit Kapitel 2. Der Necrozma-Vorfall. Diese Adventure-Edition wurde nicht von Floink geschrieben. Persönlich kann ich jetzt nur noch Necrozma sagen. Am nächsten Tag befand ich mich in einer seltsamen Höhle. Ich stehe auf einem weichen Kokon. Okay? Und ein Sonnenstrahl fällt schnell vom Himmel. Ich war am Leben. Ich war unter dem Fuß des Tohaido-Typs gefangen. Was? Aber ich wusste nicht, was mit den anderen passiert ist. Ich analysierte das Gebiet auf Auren und fühlte wirklich eine Art Auren, die das Profil meiner Freunde teilten. Sie lebten auch. Mit diesem positiven Gedanken stellte ich fest, dass ich mich zum ersten Mal in der Höhle umsah. Hier war es egal. Die Sonnenstrahlen waren auf einem kleinen See, der so klein war, dass man ihn für einen Teich halten könnte. Vor mir lag ein langer, unruhiger Korridor. Wie kann ein Korridor unruhig sein? Ich wusste nicht, was ich sonst noch für ihn tun könnte, also beschloss ich, ihm zu folgen. Die Reise war immer ununterbrochen. Ich stand nicht auf und rannte und rannte. Also rennt Necrozma im Sitzen. Es fühlte sich an, als wäre ich viele Stunden unterwegs. Ich denke, es wäre möglich, dass eine tote Seele niemals eine solche Höhle gesehen hätte. Das kann allerdings sehr gut sein, da tote Seelen in der Regel gar nicht so viel. Machen wir weiter. Es musste Millionen dauern. Jetzt mache ich hier einen auf den Mathelehrer oder einfach auf irgendeinen Lehrer. Eine Million was? Äpfel, Birnen, Jahre, Teppichboden. Nach einer Weile bildete sich endlich ein wenig Dunkelheit um mich herum. Aha. Es wurde immer länger und meine Augen waren gezwungen, das Licht wieder zu sehen. In der Dunkelheit. Als ich endlich alles wiederfand, war ich auf meiner alten Basis. Der Ort, an dem ich mich zu der Zeit befand, war extrem nekrotisierend und verbrachte einen Großteil meines Lebens dort. Ich war bei Bewusstsein. Dieser Mord war am Ende unserer ersten Erfahrung besonders verheerend. Okay. Also, wir wissen, dass Necrozma auf jeden Fall was für so ein bisschen rumstechen, so, wenn ihr versteht, so ein bisschen zack, zack, Massenmord hat der offensichtlich nichts gegen. Er befand sich mitten in einem Erfolg beim Bau gegen die dunklen Kräfte. Vor mir stand eine Maschine. Jetzt war es vorbei. Er war immer noch sehr verloren, aber ich erkannte ihn auswendig. Sonnenlichtmagazin. Ist das eine neue Zeitschrift von Herausgebern der Bild? Vor vielen Jahren habe ich Wochen, sogar Monate recherchiert. Dann habe ich Latias getroffen. Eines Tages sah ich, dass... wir kehren zurück zu etwas, das ich in der ersten Walross-Edition super fand. Latias ist wieder männlich. Eines Tages sah ich, dass er ein wenig einsam und geistig unter dem Wald der Seelen war. Er schien zu schnüffeln und zu schnüffeln. Okay, Latias ist ein Trüffeldrache. Ich bot ihr an, ihr zu helfen. Und zum ersten Mal starrte ich sie an. Am ersten Tag jedoch, als ich die Maschine weiterbaute, am nächsten Tag, und dachte, sie sei noch schläfrig, ging er in... Das macht dieses Programm, um mich zu triggern! Ging er in den Raum und während ich arbeitete, sah er sich meine Pläne an. Plötzlich zeigte sie, ey, das ist Absicht, mir den Ort meines Bauplans und schrie vor sich hin. Oh, da bin ich jetzt
gespannt. Dieser Satz ist entstanden, indem ich irgendeine unverständliche Scheiße zusammengeschrieben habe im Original. Ich öffne das mal kurz nebenbei, damit wir hier Vergleich haben. Dieser Satz war komplett random schon im Original. Wie der jetzt verglichen mit der neuen Version ist. Ich hab jeden Moment das aufgeschlagen. Also, im Original heißt der Satz, wenn man diesen Dunkelkatamulator mit diesem Solarreflexionsmotor austauscht und dann die Synthetisierung des Bernstein-Imitrats um 4 verändert, dann müsste die Energieeffizienz um 49,27% verbessert werden. Der Satz ergibt keinen Sinn, ich hatte mir jedes Wort da drin ausgedacht. Und daraus ist jetzt geworden, wenn Sie also diesen dunklen Camper mit diesem Lichtreflexmotor installieren und dann die Balance dieser Bernsteinvorrichtung auf 4 ändern, ändert sich dies, dann sollte beispielsweise der Energieverbrauch um 49,27% gesenkt werden. Der Satz hätte auch genauso in der Originalgeschichte stehen können. Es ist einfach dahergelabert, aber anders dahergelabert. Am Anfang bin ich sehr tief gekommen. Die Letten haben bisher eine schwierige Aussage gemacht. Ich wollte ihre Aussage nur als seltsamen Klatsch veröffentlichen. Aber als ich sie durchzog, stellte ich fest, dass alles 100% genau war. In diesem Moment stellte sich heraus, dass Latias am Ende nicht ging, als sich herausstellte, dass ich aufgrund meiner Nachforschung ein Unterstützer und dann ein Freund von mir war. Sehr gut, Nick Schossmer ist dein einziger Freund. Dann haben wir lange zusammengearbeitet. Als ich die Sonnenstrahlen erzeugte, war es die schwierigste Zeit, die wir jemals zusammen mit aktuellen Ereignissen verbracht haben. Nachdem ich diese Maschine fertig geplant hatte, fiel mir nichts anderes ein. Das sollte mein Glück sein. Erfolg für die Wissenschaft. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte. Dazu habe ich Tag und Nacht am Thema Zeit gearbeitet. Nur an den Sonnenstrahlen. Auf Deutsch, in dieser Version baut Nick Crossmer jetzt Sonnenstrahlen? Was? Meine Aufmerksamkeitsspanne war schlecht, aber ich war nicht interessiert. Könnte das an der Aufmerksamkeitsspanne liegen? Ich muss die Maschine leicht beenden. Latias versuchte mich dazu zu bringen, regelmäßig ins Bett zu gehen. Es ist ein Gag! Dieser Übersetzer verarscht mich von vorne bis hinten! Es regt mich auf, dass bei Latias die ganze Zeit zwischen er und sie gewechselt wird. Deswegen denkt sich der Übersetzer jetzt, okay, es. Es weckte mich und machte mich traurig. Sie wusste besser als ich, dass eine Maschine gerettet werden kann, wenn während des Herstellungsprozesses ein Fehler gemacht wird. Das bezweifle ich in der Tat stark. Obwohl ich mich von ihrer Warnung aufhalten ließ, hörte sie auf. Das ist genau das Gegenteil. Eigentlich lässt er sich nicht aufhalten und sie hört auch nicht auf. Heute weiß ich natürlich, dass es wahr war, aber damals erregte das Konzept der Sonnenstrahlen meine Aufmerksamkeit. Wenig später passierte etwas, was ich gerade war. An meiner Basis, die längst in der Dark Tree Force zusammengebrochen war. Alles klar. Ich konnte mich vor meinen Augen sehen. Ich denke darüber nach, was mit den Sonnenstrahlen passiert, die ich gesehen habe. Als ich noch einmal nachschaute, aber wie die zeitgenössische Stiftung aussah, wusste ich plötzlich, welches Ereignis aus der Zukunft dasselbe sein würde wie meins. Der Nekromant, den ich sah, war erschreckend. Es scheint, als wäre sie hin und wieder darüber weggekommen. Latias betrat den Raum direkt hinter ihm. Er verdrehte die Augen. Nick Crossmer, wann wirst du das antun?
Du musst dich selbst verstehen, dass du gleich sein wirst. Eine Maschine. Alles klar, Latias ist Yoda und was? Du musst dich selbst verstehen, dass du gleich sein wirst, eine Maschine. Digga, eine Cross mal richtiges Gerät. Der Gerät schläft nie. Zack, Problem gelöst. Oh Gott. Haben Sie etwas Schwierigeres als das Thema der Uhr? Ich werde weitermachen, bis die Maschine funktioniert und Sie es wissen. Wenn Sie es nicht sehen wollen, werden Sie frei gehen. Kirr! Soweit ich mich erinnere, ließ Latias es dieses Mal nicht einfach sitzen. Ach doch, ich hab vorhin das... Vergesst es. Ließ Latias es diesmal nicht einfach sitzen und wiederholte sich aus der Vergangenheit. Nein, ich hab nichts mehr zu tun, als es zu tun. Alles. Bis zu einem gewissen Punkt konnte sie nicht anders, als das Licht zu nehmen, nur um es in den nächsten 30 Minuten noch einmal zu versuchen. Trotzdem ist es immer noch unerreichbar, einen zu besitzen. Trotzdem warf er einen Wattebausch neben sie und traf ihn in Latinas Fortschritt. Was ist das? Hä? Alter, Wattebausch werfen ist schon krass. Aufgrund von Schlafmangel nahm er keine geplanten Änderungen vor, sondern ging direkt zu einer experimentellen Zwiebel, die voller süßer Broschüren war. Was mache ich hier? Warum mache ich dieses Projekt? Hört euch an, wie ich mit dem Papier raschle. Eine experimentelle Zwiebel, die voller süßer Broschüren war. Candium Brolyth ist ein Drachen, den nur Pokémon auf der Welt herstellen. Alles klar. Das ist auch wieder... In dem Kapitel hab ich so viel gedichtet, Alter. Candium Brolyth, ein krasses Element. Es ist eines der gefährlichsten Gase, obwohl es sehr staubig ist. Wie ist ein Gas staubig? Was? Obwohl es sehr staubig ist, ist auch bekannt, dass sie berücksichtigen müssen, dass es brennen kann, wenn es entfernt wird, wenn es bei Raumtemperatur aufbewahrt wird. Dafür reagiert es auf alle anderen Chemikalien in der Welt Pokémon und hat eine Explosion. Es war also nicht schwer zu erraten, was passieren würde. Als der Heiratsvermittler den Hof testete. Es ergibt keinen Sinn. Hier ist kein Kontext mehr vorhanden. Anders als im ersten Kapitel, wo der Kontext noch relativ da war und dann zwischendurch wir haben viel Team und Teppichboden kam. Ist hier alles Schwachsinn. Als der Heiratsvermittler den Hof testete, fing der ganze Tisch Feuer. Die anderen Chemikalien, die ich dort auch gelagert hatte, weil ich sie zum Sammeln der Strahlung verwendet habe, explodierten unverzüglich und brachen sofort zusammen. Zumindest war es das Schlimmste, was passieren konnte. Ja, das ist schon mal was Gutes, ne? Denn der Brolierbaum verschwindet jetzt am Himmel und bereut es. Mir ist nichts ohne Vorwarnung passiert. Ich kämpfte mich aus der Menge heraus und hörte eine seltsame Spannung, ohne zuzusehen. Es wurde auf der Grundlage einer meiner früheren Erfahrungen gebaut. Mit DNA habe ich versucht, einen Zoroastrianer zu klonen. Diese Erfahrung war definitiv ein Erfolg. Der neu identifizierte Zoroaster konnte jedoch noch nicht auf gemeinsame Weise leben. So blieb es immer noch in meiner Basis und war in diesen Tagen vom Gasmischer leicht nass gewesen. Was? Ich ging sofort dahin, um zu helfen, aber es kam ein paar Sekunden später. Zoroaster reagierte auf das Gas und wechselte es. Es sah toll aus, wie ein Mutant. Er machte außergewöhnliche Geräusche, wurde sehr laut und näherte sich langsam. Ich stellte fest, dass er versuchte zu reden.
Nur ist inzwischen anscheinend auch jeglicher Sinn hinter diesen Sätzen verschwunden. Du, Bodir, dein Lehrer. Was? Ich war verärgert über die Angst und konnte nicht laufen, aber in letzter Zeit gab es einen erstaunlichen Umbruch in den Waffen. Die Kreatur stand auf und rannte weg. Bisher weiß ich nicht, worum es bei der Spannung ging, also blieb ich dort stehen. Es war schließlich nass mit Rissen in meinem Privathaus. Ja, wer die Originalgeschichte kennt, sind nicht ganz so kleine Risse. Das ist in die Luft geflogen. Nach ein paar Augenblicken kam ich wieder zu meinem Kopf zurück. Ich ging sofort zu Lathes und half ihr. Sie erlitt eine schwere Verletzung, die in der Tat tödlich war. Sehr gut, dann ist die Walross Edition 1 wohl nicht passiert. Heute war es sicher ein sehr schicksalhafter Tag. Er machte mir klar, weise und lehrte mich weise. Je mehr ich darüber nachdenke, desto realer fühle ich mich an diesem Tag und fühle mich wie heute. Zuerst hatte ich Angst, dass eine solche Vereinbarung zurückgegeben und aus dem Test genommen würde. Aber ich hörte wieder von ihm. Sein Körper war wahrscheinlich nicht kompliziert genug, um lange zu leben. Die Vision, die ich immer gesehen hatte, war vorbei. Jetzt war ich nicht mehr an meiner Basis, sondern an einem neuen Haus in der Höhle. Als ich zurückblickte, war das erste Zimmer, das ich suchte, nur ein paar Meter hinter mir. Ich wusste nicht, was richtig war, aber ich wusste, dass ich weitermachen musste. Ein großes Hindernis, das im Raum dahinter bereits im Weg war. Der Felsen. Er stand vor dem... Ich hasse es. Ich weiß nicht, wie man dieses Wort ausspricht. Kasche? Also C-A-C-H-E. Kasche? Kache? Kachbar, ich meine. An einem Ort, der direkt im Sonnenlicht ausgesetzt war. Oder ein Ausgang? Aber ich musste diesen Stein beiseite legen, um dorthin zu gelangen. Der Raum ähnelte der Öffnung, die in dieser Höhle gemacht wurde. Alle Katzen, dieselbe Katze, dieselbe Katze. Das war der Satz. Das war der Satz! Warum steht das hier? Alle Katzen, dieselbe Katze, dieselbe Katze. Ich setzte mich auf die Couch und dachte nach. Sehr gut, dass in dieser verlassenen oder entdeckten Höhle zufälligerweise eine Couch steht. Es muss einen Grund geben, warum ich diese Vision hatte. Gab es an diesem Tag einen Zusammenhang mit dieser Erfahrung? Jedes Mal, wenn ich sorgfältig überlegte, kam mir die kollektive Karte der Sonnenstrahlen in den Sinn. In diesem Moment wurde mir klar, wie dumm diese Täuschung war. Ich benutzte schon lange Maschinentelefone dafür meinen Körper. Ich konnte das Licht einschalten und es mit meinen Händen zusammenhalten. Wenn ich wollte, könnte ich es herausholen. Ich befand mich in der Realität der Glühbirne, die aus dem Turm kam. Mir ist aufgefallen, und wirklich, ich überprüfte die Glühbirnen. Ich zielte auf den Stein und gab meiner Hand wieder die Kraft des Lichts. Ziraf seufzte. Wer ist Ziraf? Mein Weg war klar. Ich öffnete den Mund und sah mich um. Ich erkannte den Wald, in dem ich wohnte. In einem Seelenwald war alles so, nicht nur eine Sache. Das große mutierte Pokémon, das wie Zoroaster aussieht, schien direkt vor mir zu sein. Oh, es ist vorbei, Jesus Christus im Himmel, danke! Dieses Kapitel war schon wieder in jeder Form komplett seltsam. Wir hatten so komische Kacke, die... Meine Favoriten heute sind vielleicht die experimentelle Zwiebel voller süßer Broschüren. Du musst dich selbst verstehen, dass du gleich sein wirst, eine Maschine.
Und gerade relativ gegen Ende, was war denn das? Und natürlich du, Bodir, dein Lehrer, holt mich hier raus. Ein Abo ist ein Mitleid, ein Like auch. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr nichts in eurem Leben zu tun habt. Bis dann. Und